Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei Resident Evil HD Remastered. Ja, wir sind immer noch im Herrenhaus, aber nicht mehr lang, denn wir machen hier die Biege. Wie ihr das letzte Mal gesehen habt, habe ich die Batterie für den Aufzug gefunden, sowie auch die was war das? Ich habe noch irgendwas gefunden. Ach ja, das Metallobjekt. Aber das kann ich noch nicht benutzen, weil da fehlt nämlich noch was. So. Jetzt wird es wieder gefährlich. Das Objekt müsste noch in der Fassung sein. Ja, so ist es auch. Wunderbar. Wie viele vielleicht wissen, habe ich da ein paar Feinde stehen lassen. Das letzte Mal, als ich da war. Also diese drei Hundis müssten noch da sein, rein theoretisch. Was die ganze Sache ein bisschen komplizierter macht. Ja, da sind sie. Ah, da wäre das grüne Kraut gewesen. Ah, au, au, au. Autsch, nein, sitz. Böser Hund. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Dieses monströse Seitenstechen setzt schon wieder ein. Das sieht man an Chris. Aber nun gut, was soll man machen, ne? Es ist halt mal so. Oh, Warnung. Warnung, Warnung, Warnung. Ich hätte dieses grüne Kraut vielleicht doch mitnehmen sollen. Beziehungsweise etwas aus meinem Köfferchen. Beziehungsweise aus der Truhe, aber. Man will ja immer cooler sein, als man ist, ne? Also. Man versucht immer so zurückzukommen, wie es geht. Au. Bin ich vergiftet? Nee, Gott sei Dank nicht. Aber wenn es so weitergeht, bin ich bald tot. Diese blöden Schlangen. Ich bin früher von diesen Viechern nie erwischt worden, ja, aber. Ihr seht es ja selber. Beißen mich immer wieder in meinen schönen Fuß, ne? Okay, hier müsste auch noch irgendwo ein Hundi rumspazieren. Ja, der ist genau links neben mir und ich habe ihn nicht gesehen. So, steck mal die Batterie rein. Oh Gott, Chris, geh ja nach oben. Mit dem ist nicht zu spaßen, der ist aggressiv. Chris, nimm. Ist immer noch ein bisschen blöd, dass du hier nicht gleich sagen kannst, ja, ich will es verzehren, ja? Sprich, mich dadurch heilen. Oh mein Gott, der kommt ziemlich nah. Aber er erwischt mich nicht. Passt. Seitenstechen ist vorbei. Ich muss nochmal an den Hunden vorbei. Das fällt mir gerade so spontan ein. Ja, süwi. Jeder andere würde die Pumpgun einfach benutzen und die Viecher über den Haufen ballern, aber mit 24 Schuss ist das nicht so einfach zu bewältigen, ja. Oder zu bewerkstelligen, beziehungsweise. Oder, naja, was soll man machen? Gab es da früher nicht eine Cinematic dazu, wo das Wasser kommt und wieder weggeht? Der Wasserfall ist nicht mehr zu hören. Ja, wahrscheinlich, weil er weg ist, Chris, ne? Komm, schimmel einfach durch, du weißt ja, wie tief das ist. Aber wenn da die ganzen Wasserschlangen drin sind, würde ich es auch nicht machen. Also gut, Chris, den Punkt bekommst du. Ich will aber nicht so sein, ne? Oh, Hundi. Nächster Hundi. Ja, das sind eigentlich gar kein Problem. Du musst halt nur immer so versuchen, im Slalom zu laufen. Dann kommst du wunderbar an den Hundis vorbei. Hey, da ist noch so einer. Hör auf, mich anzubellen, das wäre super nett von dir. Oh mein Gott. Aber die kommen Gott sei Dank nicht in den Tunnel rein. Das passt schon, ist schon gut so. Aber ich glaube, die Cerberus wurden ab Resident Evil 2 ein bisschen aggressiver gestaltet. Sprich, die sind nicht mehr so ganz einfach zum Umgehen, aber es geht noch ganz gut irgendwie. Hier brauche ich die sechseckige Winde, hier liegt ein Farbband. Welches ich nicht mehr benötige. Jetzt passt mal auf, was kommt denn hier unten alles? Die Shotgun brauche ich auf jeden Fall. Das brauche ich nicht mehr. Was könnte ich denn noch so brauchen? Ach, da hört es eh schon wieder auf, ne? Mit dem ganzen Zeug. Ich nehme mal das rote Kraut mit, weil ich weiß, dass ich da vorne irgendwo ein grünes finde. Oder war das auf der anderen Seite? Ach, ich weiß es nicht mehr. Irgendwo finde ich ein grünes.
Weil ich finde es immer wieder total erstaunlich, dass es nur 5 Jahre gedauert hat, dieses Haus hier hinzustellen. Ist schon krass. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Unter den Felsbrocken sind Blutflecken. Da hat es wahrscheinlich jemanden erwischt. Wahrscheinlich einer der Wissenschaftler, der kommen wollte oder so. Pistolenmagazin. Ist mir zwar immer noch fraglich, warum hier ein Pistolenmagazin liegt, aber okay. Ich will ja nicht nörgeln, ne? Wenn es da ist, ist es da. Hier liegt nämlich auch noch eins. Das sieht man ganz schlecht. Würde es nicht glitzern, würde man es gar nicht sehen. So, Pistolenmagazin. Strom zu verfüllen, Aufzug, es gibt einen roten Deckel. Ja, da ist der Zylinder drin, den brauchen wir unbedingt. Oder die Röhre, wie man es hier nennt. So, dann joggen wir mal weiter durch diese kühlen Gänge. Enrico, don't come any closer, Chris. What happened? Double crosser. Enrico, wait. Enrico! Well. Enrico! Double crosser? Wen könnte Enrico da gemeint haben? Getötet doch eine Kugel. Wer könnte es sein? Man bekommt mit Chill definitiv mehr Dialog von Enrico, ja? Moment, er hält etwas in der Hand. Nein, er hält es nicht in der Hand, es liegt vor ihm auf dem Boden. Ja, du erschreckst mich nicht mehr, mein Freund. Erst meint man ja, der Schütze kommt zurück oder sowas, aber nein, es ist ein Hunter. Erschreckt nicht, aber es ist ein Hunter. Es müsste gleich noch ein zweiter auftauchen, wenn ich mich nicht täusche. Na, das müsste einer sein, der nicht so viel aushält, einer von diesen kleinen ziegelsteinfarbenen Hunter. Oder auch nicht. Oh Gott, das sind zwei. Zieh durch, Chrissy Boy. Zieh durch. Also wenn die 1, 2, 1 nicht gefährlich sind, dann weiß ich es auch nicht. Ah, ekelhafte Dinger. Einfach nur ekelhaft. Gut, das rote Kraut habe ich total umsonst mitgenommen. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass da noch irgendwo ein grünes rumstehen würde. Ich glaube, das ist da vorne im Gang, wenn ich den ganzen Korridor gedreht habe. Oder war das hier? Ach, da vorne steht es eh, man sieht es eh von hier. Aber ich habe zumindest gewusst, dass hier irgendwo eins steht. Ja. Wir verwenden die Kurve, oder? Mechanismus alleine schon, ja, von so einem Konstrukt. Das muss ja immens sein eigentlich. Das kann man sich gar nicht so vorstellen. So, wir kombinieren das mit dem hier. Jetzt muss ich wirklich überlegen, was hier noch kommt. Ich hätte vielleicht speichern sollen. Jetzt, wenn ich einen Fehler mache, bin ich tot. Ja, wenn ich einen Fehler mache, bin ich tot. Ich gehe nochmal zurück zum Speichern. Das ist mit der neuen Steuerung gar nicht so einfach, wenn die Perspektive wechselt. Das habe ich ja schon mal angesprochen. Wenn du den Stick nicht loslässt, um dann in neue Richtung zu wählen, läufst du eben genau in die falsche Richtung. Und das könnte mich jetzt töten. Deswegen muss ich einmal zwischenspeichern.
Das ist auch der Grund, warum so ein Speedrun von unter 3 Stunden gar nicht so einfach zu realisieren ist. Außer ich würde auf die Art die Steuerungsmethode wechseln. Aber das wäre zu einfach, oder? Ja, das wäre zu einfach. Eine alte Schreibmaschine. Ja, ich habe ein Farbband. Benutze es, Chris. So. Wir legen das wieder weg. Ich glaube, die Kurbel brauche ich nochmal. Beziehungsweise die Winde. Ich sage immer Kurbel, warum auch immer. Kurbel ist zwar was anderes, aber... Hier geht es nicht so genau, ja? Wir kämpfen um unser Überleben. Von dem her ist alles legitim. Was haben wir denn hier? Flammenwerfer. Oh mein Gott, mein Inventory ist voll. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Ja, so ist es. Vorbei. Jawohl, ja. Ging doch wunderbar. Also wenn du da nicht sportlich bist, dann hast du Felsbrocken im Genick. Definitiv. Jawohl, Gewehrmunition. Genau das Richtige. So, zum Heilen habe ich noch was dabei. Ich glaube, dass jetzt schon das kommt, was ich glaube, das kommt. Sieht das nicht cool aus mit dem Flammenwerfer? Erinnert so ein bisschen an Alien, oder? Oh gut, das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, der Vergleich. Oh ja. Da ist sie ja, die Gute. Oder der Gute. Black Tiger, der nächste Bosskampf. Ah, das Vieh sieht so cool aus. Oh, ich bin zu weit weg. Und da sind sie beide tot. Ja, ich bin zwar vergiftet, aber das macht nichts. Nur noch 20%, willst du mich verarschen? Eine Antipersonenwaffe, die einen Flammenstrahl ausstößt. Man nennt es auch Flammenwerfer. So, nachdem ich den Flammenwerfer noch habe, sind diese Netze hier kein Problem, sie spinnen werden. Ich revidiere, nachdem er leer ist, ist es doch ein Problem. Da muss ich doch auf das Kampfmesser zurückgreifen. Ist ein bisschen blöd, macht euch keine Sorgen um die Vergiftung, denn hinter dieser Tür, falls ich noch rauskomme, da kommt ein Spielchen. Lässt dann die Flüssigkeit über mir ab, das finde ich gar nicht nett. Da draußen gibt es nämlich blaues Kraut. Was ich jetzt nicht mehr aufnehmen kann. Ach, doch, kann ich, Moment. Mon Petit. Ha, ich hänge erst den Flammenwerfer hier rein. Eigentlich solltest du ihn benutzen, mein Freund. Flammenwerfer ablegen, ja, aber der ist nutzlos. Das entriegelt, glaube ich, die Tür, wenn ich mich nicht täusche. So, blaues Kraut, das nehmen wir mit. Das benutze ich auch gleich, dann bin ich wieder gesund. Die Karte vom Innenhof nehmen wir auch mit. Sie haben eine Karte vom Innenhof, wunderbar. Ja, Black Tiger ist ein ziemlich einfacher Boss, wenn man ehrlich ist. Das Einzige, was den schwer macht, ist eben die Tatsache mit der Vergiftung, aber wenn da vor der Tür sowieso blaue Kratos sind, ist das alles nur so Formalität eigentlich. So, hier wird's wieder knifflig. Wenn ich mich hier wieder verdrücke, bin ich tot. Wer baut sowas? Das ist allein nur dazu gebaut worden, dass ja, dass von diesen Wissenschaftlern ja keiner irgendwie Daten oder so klauen kann. 100%. Okay, das ging besser, als ich gedacht hätte. So, hier liegt eine Erste-Hilfe-Box. Ich habe aber nur noch einen Slot frei. Das bedeutet, ich hole das Ding später. Ich gehe erstmal hier rein und baue den Zylinder zusammen. Bin mir gar nicht sicher, ob ich den Flammenwerfer nochmal brauche, um hier wieder rauszukommen. Weil man hat ja dieses wunderschöne Klickgeräusch gehört, als ich den da auf diese Vorrichtung gelegt habe, aber
Wir werden uns dann eh gleich herausfinden. So. Das nächste einfache Rätsel. Chris, der Statuenschieber macht das. So, wo ist das Loch? Da ist das Loch. Gibt solche Winden eigentlich heutzutage noch? Ich weiß das gar nicht. Werden die noch benutzt? Das würde mich auch mal interessieren. Ich denke mal, das Spiel würde sich dramatisch ändern, wenn du sagen würdest, du benutzt die heutige Technologie dazu. Sprich, im Labor stehen dann Flachbildschirme und iPads und Handys und so. Und die Winde wird abgelöst durch, keine Ahnung, irgendwas anderes. Ich denke, dass es ein ziemlich anderes Spiel ergeben würde. Ja gut, aber das meiste hatten wir ja schon in Resident Evil 6, ne? Und wir wissen ja, wie das passiert ist. Wo jeder mit seinem Handy da rumgerannt ist. Ich sage nur Ada und Leon. Halt, falsche Richtung. Ich muss es hier hochschieben, sonst dreht es das Ding nämlich wieder. Genau, einfach runter von der Platte. Jetzt dreht es mich. Das ist auch cool, dass ich mich selber drehen kann auf dieser komischen Platte. Finde ich super. Sondern nicht zu weit rüberschieben. Ich weiß nämlich nicht genau, wie ich richtig stehe oder nicht. Ich glaube, ich bin zu weit rechts, oder? Täuscht die Perspektive? Ja. Ich wollte sagen, täuscht die Perspektive, aber nee. Nein, jetzt kommt er doch nicht mehr rein, oder was? Fuck! Chrissy Boy, why? Ach komm, da ist noch so viel Platz, normal würde er reinpassen, ne, ganz ehrlich. Zentimeter zu weit zur Seite geschoben und es geht nicht mehr. Shit. So, liebe Leute, ich habe dieses kleine Rätsel jetzt offscreen gemacht, um ein bisschen Zeit zu sparen. Und wir bekommen einen Zylinder. Das sieht doch schwer danach aus, dass das zu der Röhre passen würde. Und ich drehe das jetzt nicht extra. Ihr seht, das erste ist eine 4, dann 2, dann 3, dann 1. Oder? Ja, 4, 2, 3, 1. Das ist quasi der Code, den wir brauchen. Den ich allerdings schon auswendig weiß, aber ich muss das Rätsel trotzdem machen, weil wir den kompletten Zylinder brauchen. Sprich, das gelbe und das graue Stück, sonst funktioniert das nämlich nicht. Sonst können wir den Strom nicht herstellen für den Aufzug. Und das wäre natürlich blöd, weil dann könnten wir nicht weitermachen. Das würde uns sehr, sehr traurig machen, nicht wahr? Ja, so ist es. Flammenwerfer, habe ich noch Platz dafür? Ich nehme das Ding mal mit. Die Tür ist verschlossen. Ah. Ja, das ist hier bei Chris anders. Bei Jill, glaube ich, kannst du so durchgehen. Aber bei Chris muss den Flammenwerfer permanent einmal in diese Haken reinstecken und den anderen in den anderen. Also in die Vorrichtung. Liegt hier nicht noch irgendwo Munition oder täusche ich mich da? Ich denke mal, da täusche ich mich jetzt ganz, ganz stark. Wobei Munition gar nicht so verkehrt. Oh, Hunterchen, wo kommst du her? Geh weg von mir. Das war jetzt ziemlich cool. Ich schieße den Hunter an. Was macht er? Er schüttelt einfach nur seinen Kopf am Boden. Ich denke mal, dass sogar der Hunter diesen Shotgun-Schuss spüren müsste. Ja. Hunter-Bluten übrigens grün so nebenbei. Falls euch das interessiert. Tja, was brauche ich denn jetzt? Auf jeden Fall lege ich jetzt mal ein paar Sachen ab. Liebe Leute, wie es weitergeht bei Resident Evil HD Remaster, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, abonnieren, kommentieren. Lasst doch noch ein Like da, wenn es euch wirklich gefallen hat. Und ich sage natürlich immer, bleibt wundervoll, bleibt sexy. Ich bin euer Sarkon. Stay tuned. And so long.